Herzlich willkommen in The Whisky Store, dem Treffpunkt feiner Geister. Heute bin ich mal früh dran. Ja, ich probiere heute, lange vor der Zeit, eine vergoldete Flasche Artbeck Auri Verdes. Habe ich also vom den Eigentümern von Artbeck, das ist der Luxusgüterkonzern Louis Vuitton Moët Hennessy, habe ich also von Moët Hennessy eine Flasche Auri Verdes früh zugesandt bekommen. Und dann öffne ich diese Umverpackung, die mir also da per UPS zugestellt wurde. Und das Erste, was ich da drin finde, sind 1000 Euro. Etwas übertrieben? Schon, ja. Aber genau deswegen kriege ich ja die goldene Flasche. Ich soll mit dieser goldenen Flasche hier Tamtam machen, damit sie alle sagen, super Teil will ich haben. Aber ich muss sagen, ich halte das für richtig. Deswegen kommt der auch früher online als der Artback Day. Ja. Verkostungsnotizen, Thema Teer- und Kräuternoten mit einem Anflug von Mokka. Geschmack, zuerst gemahlener Kaffee, später geräuchertes Wurzelgemüse, Ahorn geräucherter Schinken und heiß geräucherter Lachs. Abgang anhaltender rauchiger Vanilleton. Auri Verdes wird mit 49,9 Volumenprozenten Alkohol nicht kühlgefiltert abgefüllt und ist im guten Fachhandel erhältlich. Gut. Jetzt geht's los. Wo ist der Öffner? Hier ist der Öffner. Na, komm her. Heftig rauchig. Sehr, ja, beißend stinkend. Wirklich junger Whisky. Aber mir fehlt diese typische Artbeck-Süße. Die habe ich nun nicht. Werden wir sehen. Probieren wir. Ich probiere jetzt, lasse ihn ein bisschen länger drauf. Das heißt immer so schön, eine Sekunde für jedes Jahr der Reifung. Das hat Jim McEwan, der alte Distillery Manager von Beaumont, immer gesagt, eine Sekunde für jedes Jahr Alter. Prozent gibt einen riesen Antritt auf der Zunge. Er ist ein bisschen arg, jetzt im Geschmack ist er ein bisschen arg rauchlastig und im Abgang ist nichts. Also zumindest mal keine Eiche, wenig bis keine Früchte. Im Geschmack, peng, Rauch, kräftiger Alkohol und dann, welcher ist er? Und ja, ist mein erster heute. schauen Sie mal, was dann da ist. Die 4-5 Jahre, die der reifte, sind aus meiner Sicht zu wenig. Der braucht mehr. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.